Hallo Leute, heute ist unser Oldie but Goldie Donnerstag und SimCity Städte der Zukunft haben wir ja wirklich hoch und runter gespielt und jetzt gibt es den Einzelspielermodus, ein lokaler Modus und darum werden wir uns ein kleines Städtchen neu bauen. So, ich erhoffe mir einfach, dass die Fehler, die ich immer online hatte, hier dann vorüber sind. Und wenn ich mich recht erinnere, in Seeförden, aha, genau da will ich hin, gibt es ein kleines Casino-Städtchen oder ein Gebiet, was schick für ein Casino wäre. Ich hätte gerne eine Tourismusstadt mit Casinos, mit Freizeitpark. Und was ist denn das für eine Straße? So, dann ändern wir mal die Ansicht. So, halten mal die Pause an. Genau, wir halten die Pause an. Ich werde jetzt einfach hier neben versuchen, eine Straße, die dieser gleich ist. Ja, hier könnte man einfach wirklich mal einen geraden. Eine gerade Straße ziehen. Und das gleiche auch hier und hier. Jetzt in das Ersticktool rein. Nein. Ah, da hinten sind die Schienen. Dann lasse ich hier mal ein bisschen Platz. Warum hättest du das nicht gerne? Herzallerliebstes Straßenbautool, warum möchtest du das nicht, was ich möchte? Du wolltest es noch nie, das weiß ich, was ich will. So, das ist doch gerade. Das sieht doch auf jeden Fall mal gerade aus. Dann machen wir hier einfach mal schon mal tak, 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 tak. Schmeißen wir wieder sinnlos Geld zum Fenster raus und ich verstehe das Straßenbautool nicht, das werde ich nie verstehen. Jetzt haben wir ein bisschen Geld da gelassen. Jetzt machen wir das hier, hätte ich jetzt fast gesagt. So. Und da gehen wir wirklich hier die Straße. Ja, ich mache das nochmal weg. Über die Seite machen wir uns wirklich ein anderes Gedanken. Oh, ich will ja gar nicht so trödeln. Wir haben nur begrenzt Zeit. Und ja, wir machen wieder auch die Pause weg. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich weiß, was wir alles noch brauchen. Erste Schritte. Hallo, okay. Und Grüße. So, blau, blau. Grün, 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 grün. Grün, grün, blau, blau, das kann man ja immer noch abreißen, aber dann können da ein bisschen Industrie kommen, ein bisschen Geld kommen und wir bauen ein Windkraftwerk, würde ich sagen. In welche Richtung geht der Wind? Nach da? Wind. Wind macht ja eigentlich Sinn, wenn wir hier dann einfach mal die Straße ganz hinterziehen, die nochmal an. Du wirst doch hier irgendwie das wollen, was ich will. Das kriege ich schon noch, dass du das willst, was ich will. So, ich habe hier das Viereck-Tool an. So. Ein bisschen klein der Kasten, so. So, jetzt machen wir Windkraft. Da hinten habe ich so hässlich gebaut. Das machen wir gleich nochmal neu. Ja, Windkraft. 8 km/h haben wir hier.
stellen wir es hier so hin. So. Dann brauchen wir noch Wasser. Da können wir... Oh, schade. Okay, hier ist so ein Wasserknotenpunkt. Das können wir jetzt auch einfach mal dahin stellen. Oder eigentlich hier vielleicht. Und dann brauchen wir noch demnächst Abwasser. Ich weiß. Abwasser hätte ich natürlich ungern. Hätte ich eigentlich gerne. Spielhallenpetition ist schon freigegeben. Das heißt, wir können unser nächstes Geld in eine Spielhalle investieren. Und das Gebäude. Das hier ist freigegeben. Das sollten wir einfach vielleicht hier hinsetzen. Da machen wir dann so einen Doppelblock hin. Herzlichen Glückwunsch, Bürgermeisterchen. So. Die bauen fleißig. So habe ich mir das, glaube ich, nicht vorgestellt, dass die so... Wir können einen neuen Namen geben, das machen wir aber irgendwann später. So. Warum geht denn das schon wieder nicht? So, dann machen wir... Shift-Kreise. Ich hätte gern... So, nicht so stark. Bisschen mehr, so. Ich weiß, das ist ein Fehler, was ich da mache. Aber ich dachte, es sieht vielleicht schöner aus. Nein, gerade. Und du sollst da auch gerade ran. Warum gehst du nicht? Hier werden wir doch irgendwie noch die Verbindung kriegen. Habe ich irgendwann mal in meiner Spielzeit gesagt, dass ich das Straßenbautool echt hasse? Oh, es geht. Einfach schnell Augen durch. Okay. Okay, dann hätten wir gern noch etwas Wohngebiet. Wohngebiet. So. Dann werden wir hier hinten an den Bahnschienen. Ich weiß, ihr werdet da nie glücklich werden. Aber das gibt's jetzt erstmal. Ah, Casino. Wir haben eh nur noch 500 Euro. 300 Einwohner. Mr. Ace Zocker City. Geiler Name, ja. Wollen wir. Jetzt wollen wir einen Barkredit. Und zwar diesen, Nummer C. Dass wir dieses Casino bauen können. War das hier? Nein, war nicht. War hier Spezialisierung. Casino. Ich hätte es schon gern hier auf der Hauptstraße. So, dann könnten wir, momentan läuft hier alles ganz gut, also wir waren hier Tourismus, Freizeit und, also auch hier drin mache ich jetzt einfach mal, schon mal Wohngebiet. Oh, hier gibt es was abzureißen schon.
Ah, das wollten wir uns auch nochmal angucken. Warum das nicht so wollte, wie wir es gerne wollten. Hier habe ich aber die billigen Straßen genommen. Und hier hinten hatten wir ja auch hässlich gebaut. Das heißt, hier machen wir das mal weg. So, mal gucken, was sagt Strom. Oh, Strom ist schon im Minus. Das heißt... Trick. Bearbeiten, ja. Das große kostet 10. Uff, nö, das ist ein bisschen groß. Und die großen sind gar nicht so effektiv. Hier gibt es noch ein geiles Schild. Yeah, ich stehe auf Schilder. Sollen wir gleich ein zweites bauen? Ja, brauchen wir nicht. Wir müssen momentan ein bisschen haushalten. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Willkommen in unserer neuen Spielhalle. Casinos ziehen Touristen an, Ladenbesucher und natürlich auch Verbrecher. Darum, wir brauchen relativ früh eine Polizei, hätte ich jetzt fast gesagt. Eine Polizei. So, was? 900 Einwohner, wir machen 1700 Geld plus. Die haben alle schon Sonderwünsche, die Kandidaten. Abwasser, habe ich das da hinten schon hingebaut oder habe ich nur die Straße gebaut? Abwasser. So, und da der Wind in die Richtung geht. Hier die Straße, sehe ich schon, läuft nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe. Kerzengerade ist sie dann doch nicht. Sogar die Frage, ob wir die Straße hier runter nicht so einen Highway bauen. Nein, du solltest... Ah, Gott sei Dank geht sie noch ran. Ja, das schadet nicht. Theoretisch wird das dann hier auch nicht schaden. Kostet halt wieder eigentlich zu viel Geld, aber... So, da haben wir doch schon mal erstmal etwas. So, Strom haben wir genug, Wasser haben wir super, Abwasser super, Müll 9000. Polizei, bei Casino braucht man schnell Polizei. Was ist denn das hier? Oh la la, französische Polizeiwache. Ja, bauen wir doch mal eine französische Polizeiwache. Wir nehmen den zweiten Kredit auf. Das braucht man. Polizei ist wichtig. Die stellen wir mal... Ah, nee, die stellen wir vielleicht hier dann so hin, so ans Eck. So ans Eck. Polizeikräfte für Nachbarn verfügbar. Wir haben keine Nachbarn. Ja, danke für die Info. Polizeiwache schickt Beamte raus. Na, okay, ich habe sie jetzt noch nicht an die Range gedacht, aber okay. Okay, das ist nun mal so. So, hier werden wir... das viereckige Straßenbautool nutzen, das es nicht möchte, wie wir das möchten. Nur weil ich hier händisch die Straßen gemacht habe. Ich kann es auch nicht austricksen, ne? So, dann machen wir halt weiter händisch. Ob das jetzt klug ist, weiß ich auch nicht, aber wir machen es einfach. Gerade. Dann gehen wir auf. Wie wär's hiermit? So. Na
Ja. Die Stadtkassen sind eh leer. So, so sieht's doch schon mal ganz schick aus. Wir haben schon sehr viel Geld ausgegeben, aber wir haben alles in Überschuss. Und das läuft doch alles. Keine Angst, Ereignis, das heißt, verrückte Karl namens Dr. Bu würde die ganze Region bedrohen. Es gibt nur die Möglichkeit, ihn zu besiegen. Also alles, was in die andere Richtung ist, das machen wir irgendwann später. Wie Casino macht Verluste. Wir machen aber Gewinn, darum hauen wir hier mal ein bisschen mehr aufs Gas, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen. Wie ich mir das gedacht habe, wollt ihr noch wissen. Er fällt mir nämlich gerade ein, dazu wollte ich noch was sagen. Oldie but Goldie Donnerstag, das heißt, wir spielen hin und wieder mal. Darum werden wir diese Stadt auch weiterspielen. Wird sich ein bisschen ziehen, weil wir ja nicht immer hier sind. Nee, so nicht. Wir nehmen wieder mal das gerade Tool und hoffen, dass es gerade durchgeht. Ich bin hellauf begeistert, dass es geklappt hat. Ich weiß nicht warum. Und das können wir eigentlich auch so abgrenzen. Ich mach mal hier überall grün. Oh, wir können noch ein, zwei Parks setzen. Was macht unser Geld? Wir wollten zwar gerade sparen, aber ein Park hier. Ein Park hier. Das macht ein paar Leutchen glücklich. Oh, der eine ist unglücklich, der auch. Aber sonst läuft's doch gut. 2000 Geld gewinnen. Ich will jetzt nicht den dritten Kredit aufnehmen. Ein Schild kostet Tausende. Münzautomaten. Oder erstmal hier so günstige Zimmer. Günstige Zimmer. Können wir uns da noch was leisten? Kosten 4000. Ja, dann gibt es noch ein geiles Schild. Und das sieht irgendwie, naja, ich will nicht sagen, wie es aussieht. Darum gibt es das auch. So. Gehen wieder raus, gucken unser Städtchen an. Die Zeit läuft gegen uns, aber bisher ganz gut, ganz gut. Ich bin zufrieden, was wir in der Zeit hier aufgestellt haben. Ja, okay, ihr da hinten. Die sprechen Franz. Oh la la, sprechen Französisch. Gucken wir mal, können wir hier noch nichts machen? Erst bei 5000 Einwohner. Oh, wir haben schon ordentlich Einwohner. Strom haben wir noch genug, Wasser haben wir genug. Abwasser läuft. Hier läuft. Was ist das hier? Oh, Müll. Müll. Was kostet so ein Müllding? 9000 können wir uns leisten, oder wir bauen das Casino aus. Leute, ich frage euch mal, ihr wollt doch bestimmt alle das Casino ausgebaut haben. Warte mal. Kann ich das oben drauf setzen? Und dann noch eins oben drauf? Oder, ich kann das hier drauf setzen. Sieht es geil aus. So ein Münzautomatenteil wollten wir noch. So, Casino, Profit, das heißt, wir machen jetzt Gewinne mit unserem Casino, sind noch glücklicher als zuvor. Die Einwohnerzahlen, ja, die stagnieren gerade ein bisschen, aber okay. Oh, hier können wir noch Wohngebäude bauen. Warum gibt es hier nichts? Ach, wie schön haben wir das gemacht.
Also hier klatschen wir voll mit Wohnung. Hier wird dann irgendwo ein Freizeitpark entstehen. Hier logischerweise Hafen, Flughafen müssen wir auch Platz lassen. Ich weiß nicht, ob ich hier nochmal so eine Straße lang bauen sollte. Aber okay. So, auch das Casino bauen wir jetzt so schnell wie möglich direkt aus. Ich kann noch ein... Tja, bauen wir jetzt hier mittlere Einkommensschicht, untere Einkommensschicht. Wir wollen den armen Leuten... Ach, Limit, nein, das wollte ich nicht. Ich hätte lieber noch was Geld einbringt, gebaut, aber okay. Habe ich verpeilt, dass das für alles ist. Aber okay, wenn nicht, bauen wir irgendwann noch ein zweites. Oder wir werden eh noch ein zweites bauen. Da fällt mir ein, ich wollte mal gucken. Ich hatte gelesen, es gibt jetzt neue... Spielzentrale, Science Fiction Casino, Nobles Casino. Ja, genau, das hatte ich gelesen. Römisches Casino. Gibt es jetzt neu. Tourismus können wir eh noch nichts bauen, oder? Nicht genehmigt. So. Geld läuft fleißig weiter. Wir haben 18.000. Was könnten wir da Nützliches bauen? Keine Katastrophe. Achso, Mülldeponie. So. Die stellen wir mal dahin. Dann werden wir aber auch gleichzeitig die Straße hier upgraden. So, die Seite wird wahrscheinlich deutlich teurer. So, dass die einfach ein bisschen länger, schneller da lang düsen können. Und ja, ich würde sagen, 3000 Einwohner, 2000 Geldeinnahmen. Oh, das geben, bauen wir noch schnell, dass wir mal nächstes Mal hier weiter starten können. Wir einfach loslegen. Wasser sind wir noch dick im Plus. Abwasser. Müll haben wir jetzt. Bei Naturkatastrophen, das war... Ach ja, das war ein Gratisgebäude. Die Stadt Katastrophen vorbereitet. Im Fall der Katastrophen werden Zeiten der Rote Kreuz in der Stadt... So. Och, das wird genau da reinpassen, ne? Das ist nichts, wo man erweitern muss. Ich verliere zwar Hauptstraße. Oh, macht alle Leute zufrieden. Ich baue gern gratis Sachen. So. Das ist das Maxis Herrenhaus vom Maxis Man. Das wäre jetzt auch freigeschaltet. Keine Schulen, unsere armen, dummen Leute. Tja, damit mache ich Schluss. Hier bremsen wir mal die Geschwindigkeit auf Mittel ein. Das war's für heute an unserem Oldie but Goldie Donnerstag mit SimCity Städte der Zukunft. Wir werden mit Sicherheit mal weitermachen. So, vielleicht jedes zweite Wöchlein. Gucken wir einfach mal, wie wir Lust und Laune haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen hoch. Freut mich immer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und hat's dir gefallen? Ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du mehr Action-RPGs haben willst, dann schau vielleicht mal da rein. Für Strategiespiele packe ich dir da was hin. Und wenn dir es gefällt, bleib doch einfach hier im Kanal und ich freue mich über dein Abo.